eigentlich ist der Wagen tippitoppi. Aber der Sitz habt ihr ja gesehen. Das kommt davon, wenn man Hosenträger, Schnallen und Gürtel hat, steigt so ein und verkratzt diesen Sitz. Ja gut, wo bekommt man solche Sitze her? Naja, wir fahren heute zu jemandem hin, der hat früher Gogos gehabt. Der besitzt noch einen französischen Oldtimer. Wir sehen uns gleich vor Ort. Der soll zwei passende Sitze haben. Schauen wir uns das an. Bis gleich. Jo, Freunde, jetzt sind wir angekommen am Möhnesee bei einem, der früher viele Gogos hatte. Jo, was hat er auf dem Dachboden gehabt? Da waren wir gerade. Schade, dass ihr nicht dabei wart. Aber hier haben wir noch originale Kokosmatten. Ach so. Hier, die so Schichten hier. Ich mache den Katalog. Und einen originalen Oldtimer-Katalog hier. Mit alten Autos drin. Opel, Mercedes, Aquabella, Arabella. Viele schöne Goliaths. Ja, hier steht auch einiges drin, ist original. Aber weswegen wir ja da sind oder hingefahren sind, waren die Sitze. Ja, die Sitze sind in einem sehr ähnlichen Zustand. Werden nochmal gereinigt, mit Silikonöl eingebaut. Ja, und dann sind wir soweit. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Wir machen gleich noch eine Garagenbegehung. Und da steht ein ganz besonderes französisches Auto. Aber seid gespannt, wir sehen uns gleich. Bis gleich. So, schon sind wir angekommen in der Scheune, wo der Panhard steht. Hier liegt die Stoßstange, hier liegt ein Kotflügel. Ja, warum das Ganze? Der Wagen hat einen Schaden an der Kupplung. Und um die Kupplung zu wechseln, muss der Vorderwagen demontiert werden. Das heißt, ein Zweizylinder-Boxermotor mit 60 PS. Und hier steht er. Etwas futuristisch. In einem Top-Zustand. Alles abgedeckt. Wir gucken gleich auch mal in das Auto rein. Ja, so, okay. Sieht super aus. Du liebst das auf. Ja. Und hier kann man einiges sehen. Hier zum Beispiel Echtledersitze. Ja. Aus Mitte der 60er Jahre. Porsche. Porsche Rot. Porsche Leder. Man hört es, Porsche Rot. Und wenn man sich das Arschteil des Autos anguckt, ja, und schon kommt wieder so ein bisschen Raumpatrouille und Phantomas durch. Ein bisschen futuristisch das Ganze. Ach so, wolltest du doch ja. Noch nehmen? Ne? Guck hier. Nein, hier hängt nicht die Kofferraumdichtung. Weil der Wagen eingelagert ist, ist das die Tankentlüftung, damit keine Gerüche entstehen. Und der Kofferraum ist kein Koffernotstand. Hier geht alles, hier geht einiges rein. Ja, und wenn man sich den Wagen zugeklappt anguckt, ja, so ein bisschen hat er ja was von einem UFO, oder nicht? Gut, okay, ich würde sagen, wir sehen uns wieder. Wir gucken uns heute noch eine Scheune an mit Autos. Bis gleich. So, alles. Ja, Leute, jetzt sind wir hier irgendwo am See angekommen und haben das erste Autowrack hier auf einer Wiese entdeckt. Na, was ist es? Ein Opel Rekord P1 Caravan. Oder was davon übrig geblieben ist. Ja, der Zahn der Zeit nagt auch an solchen Autos und da ist dann nicht mehr viel mit Bodenblech. Reich mir mal Papier durchs Herz, in diesem Falle reicht auch nicht der 50-D-Mark-Schein, oder reichte damals nicht, dem TÜV-Mann, um die Kiste durch den TÜV zu bringen. Aber hier im Dorf, in einer Garage, stehen noch andere Schätze. Und da gehen wir jetzt hin. Ja, in dieser ehemaligen Scheune eines Bauern, wer weiß, wie lange die Decke noch hält, stehen natürlich auch ein paar fahrbare Schätze. Ja, hier zum Beispiel einer aus von 1960, eine Heckflosse. Dann aus den 50er Jahren eine sehr frühe Wellblechente. Ja, P1 Modelle, wie damals bei den Hell 3 war's, die stehen hier auch rum. Aber doch wohl auch der schönste, der in Schuss ist, dieser von 1954er Opel Kapitän.
Wir können mal gucken. So sieht sowas noch aus. Der steht wahrscheinlich noch nicht so lange. Alles andere, was hier steht, steht schon etwas länger. Der rasende Kofferraum aus den 60er Jahren, ein Opel Coupé, wartet auf seine Restaurierung. Dann ein italienisches Moped und hier eine 98er Wanderer. Wer kennt sie nicht? Aus Österreich, die Mofas, die Puchmofas. Auch die stehen hier rum. Ebenfalls hier eine DKW. Ja, alles leicht vergessen. Rangeholt natürlich im Eifer des Sammelns und die Zeit, ja, wer hat schon so viel Zeit? Und eine ganz tolle Restaurierungsgeschichte steht da hinten. Ein Opel Olympia von 1955 als Karawan. Wir können mal hingehen. Wir schlingen uns hier mal durch, vorbei an einem PL-Kapitän, Baujahr 1960, und einem Opel-Rekord von 61. Ein seltener Wagen hier. Ein Karawan. Opel Olympia Karawan. Limousinen sieht man öfter. Weiter. So, original Dachgarten. Und das originale Haifischmaul. Fast so wie bei dem 54er Kapitän. Und dann habe ich noch gedacht, ich zeige Ihnen jetzt mal einen 170er Mercedes, denn der steht auch noch hier irgendwo rum. Wir schauen gleich mal. Hier steht der Baujahr 50er, 170er Mercedes. Mit einem Schaden im Motor, Ventile sollen abgerissen sein und wartet auf die Fertigstellung. Aber ich denke, wenn der fertig ist, auch eine richtige Rarität. So, wir sehen uns weiter bei nächsten und übernächsten tollen Abenteuern. Für das soll es heute reichen. Tschüss. Als Daimler Benz ist er bekannt. Tatütata, tatütata. Der Rohöl-Diesel, Diesel ist jetzt da. Tatütata, tatütata. Der Rohöl-Diesel ist jetzt da. Lieber Freund, kauf einen Diesel, trägt er am Kühler den Stern Mercedes-Benz. Blitzschnell läuft er wie ein Diesel, spielend schnell, er jede Konkurrenz. Es blüht der Rohöl-Dieselbau, gibt